ist heute unser Gast und hat ihr neues Album mitgebracht. Wie ich bin heißt das neue Album und damit hat sie echt alle überrascht. Schönen guten Morgen, Maite. Freue mich sehr, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Du hast ja selbst die größten Kelly-Kritiker mit diesem Album überzeugt. Du hast so viele überrascht. Das ist Singer-Songwriter-Pop, aber etwas, was man von dir einfach nicht erwartet hat. Ja, das erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil ich habe eigentlich in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel Musical gemacht und mein letztes Album war sehr Kabarett-belastet. Und jetzt gehe ich zurück zu meinen Wurzeln, weil ich diesen Handwerk halt immer gemacht habe. Ich habe immer selbst komponiert mit meinen Geschwistern. Wir waren sowas wie ein Autorenteam. Mein Vater nannte uns sowas wie the Hit Machine, die Hitmaschine. Und jetzt traue ich mich zum ersten Mal alleine auf Deutsch zu komponieren und es läuft sehr, sehr gut. Ich wollte immer für andere auch schreiben. Und mittlerweile schreibe ich nicht nur für mich auf Deutsch, sondern auch für andere. Super. Das Album ist im Grunde genommen das Persönlichste, was du bisher gemacht hast. Du hast die Texte geschrieben, du hast die Melodien komponiert. Du hast sehr, sehr viel von dir auch preisgegeben. Und es gibt ein Lied, Besser ohne mich, da singst du, dass du konsequent chaotisch seist. Wie macht sich das im Alltag bemerkbar? Ja, mein Mann sagt, dass ich anscheinend, also ich habe das erst jetzt vor kurzem gemerkt, dass ich alle Deckeln irgendwie verschwinden lasse. Willkommen im Club. Ja, wirklich, du auch? Nein, wirklich? Mein ganzer Bart und ich weiß auch nicht wohin. Mein Mann sagt sich, du hast irgendwie so ein Loch wie ein Universum und da verschwinden die ganzen Deckel und Stifte sowieso. Aber er sagt, wie machst du das? Die haben doch keine Beine, wie geht das? Doch. Und das Witzige ist, wenn ich dann nicht mehr da bin, dann sagt er, dann ist es dann wieder doof, wenn dann irgendwas einen Deckel hat. Dann bin ich nicht da. Du singst in dem Lied auch, dass du morgenmuffelig seist. Überspielst du das jetzt einfach nur, weil du weißt, dass du im Fernsehen irgendwie präsent sein musst? Oder ist das nicht so stark ausgeprägt? Ich bin ein Dauermorgenmuffel, heißt, also wenn ich schlecht gelaunt bin und es passiert mir auf jeden Fall, einmal im Monat gibt es also einen bestimmten Tag, wo ich ziemlich schlecht gelaunt bin, dann weiß mein Mann, okay, es wird in 24 Stunden, Gott sei Dank, vorbei sein. Wie macht sich das bemerkbar, wenn du schlecht gelaunt bist? Also ich bin dann halt trocken, so ein bisschen so. Ja, muffelig. Ja, muffelig. Und meine Tochter Josephine ist genauso. Aber sie hat mir heute Morgen was Tolles mitgegeben. Ganz, ganz süß. Es war ja noch noch dunkel, als ich rausgefahren bin, um hier anzukommen. Und dann sagt sie, Mama, nimm die Taschenlampe mit, dann hast du Durchblick. Ach gut, ist das süß. Süß, ne? Wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt 5. Und dann habe ich gleich, ich bringe das mit und sag euch das, weil ich fand das so toll. Sie bleibt hier liegen. Sie hat mir heute Durchblick gewünscht. Die nächsten 90 Minuten den Durchblick behältst und vor allem passt die Taschenlampe zum Kleid. Boah, du bist so durchgestylt. Ja, ich habe auch 2 Mädels. Wir verstehen uns. Also, pink, natürlich, natürlich muss es pink sein. Man ist nur einmal Mädchen im Leben. Genau. Wenn Sie Fragen haben an Maite Kelly, sie wird nachher natürlich auch noch live für uns singen, dann rufen Sie uns gerne an unter 021 64 99 64 oder schreiben Sie uns auch eine E-Mail an vollekanne@zdf.de. Bei Facebook sind wir auch, da können Sie Ihre Fragen auch posten. Dann kommen wir erstmal in Ruhe an. Es war heute ein hektischer Tagesbeginn mit viel Stau auf der Autobahn. Also, dass du es überhaupt pünktlich hierher geschafft hast, ist ein halbes Wunder. Fahr runter, genieß dein Frühstück. Ich habe meinen Durchblick. Und du hast den Durchblick, ist keine Wahrheit. Ich habe meine Taschenlampe, alles ist super. Ah, wir sind hier schon, wir sind immer noch am Durchblick. Die Tochter hat heute Morgen die Taschenlampe mitgegeben, damit du den Durchblick behältst. Ja, süß, ne? Süß. Wir können auf die Schokolade leuchten. Du stehst ja dazu, du isst gerne Schokolade. Und ich habe gerade gelesen, du hast gesagt, du hast zwar schon mehrere Angebote von Diätfirmen bekommen, lehnst das aber kategorisch ab. Du würdest nie Werbung für Diätfirmen machen, ne? Ja, ich denke, das ist ein Thema, das zwischen mein Hausarzt und mir gehört. Ja. Und ich wollte mir auch die Freiheit lassen, wenn ich schwanger bin, vielleicht noch etwas. Wenn ich zunehme, ist es auch okay. Also, ich finde es gefährlich, wenn man für was wirbt, was man selber nicht lebt oder was man selber nicht wirklich betreibt, wozu man nicht wirklich steht. Und deswegen war das für mich ganz selbstverständlich. Aber natürlich ist es so, es gibt ja so amerikanische Produkte, die versprechen quasi den Wundermittel, aber das sind falsche Götzen und deswegen wollte ich das einfach nicht mitmachen. Und vor allem bist du der beste Beweis dafür, dass auch wenn man eine frauliche Figur hat, man so erfolgreich sein kann. Und weil viele deiner Kolleginnen glauben, man muss halt eben dünn sein, um erfolgreich zu sein. Ich will mich auch nicht auf meine tollen Figuren mich reduzieren lassen. Nein, aber ich finde, mein Talent ist außerhalb meines, also ich bin beruflich immer noch dabei, weil ich einfach auch eine Künstlerin bin. Ja. Und nicht, weil ich jetzt gerade so oder so bin, sondern das gehört zum Leben dazu. Aber meine Kunst ist halt der Grund, warum ich da bin, wo ich bin. Und genau diesen Weg wollen wir mal beschreiben, wie Maite Kelly dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist.
Sie ist schrill, sie ist bunt, sie ist Leben pur, Maite Kelly. Du bist der Traum, was alle brauchen. Du bist so göttlich anzuschauen. Ob als Modedesignerin, Model, Musicalstar, Revue-Prinzessin oder ganz einfach als fesches Madel, Maite Kelly macht irgendwie immer eine gute Figur. Holz von der Hütten, alles da, was er braucht. Du bist sowas! Du hast mir nur so. In irgendwas angekommen. Jetzt guck dich mal an, jetzt bitte, das sieht toll aus. Sieht klasse aus. Oh, ich habe wirklich Holz von der Hütten, oh mein Gott. Ja. Maite Kelly, eine Frau, die sich noch selbst überraschen kann. Sie ist gefragt wie nie zuvor, dabei war sie vor 5 Jahren kurz davor, alles hinzuschmeißen. Doch ihr Ehemann überredete sie, noch einmal ein Konzert zu geben, in einer Kirche. Da kamen tatsächlich 8 Leute und dann gab es ein Standing Ovation. Und das war der Anfang meiner Karriere. Und deswegen, jetzt sitze ich hier und das ist dank meines Mannes. So. Auch der Blick zurück steckt voller Emotionen. Ihr Leben beginnt mit einem frühen Schicksalsschlag. Im Alter von 3 Jahren stirbt Maites Mutter. Ein Verlust, der noch heute schmerzt. Ein Kind, der seine Mutter verliert, ist stigmatisiert fürs Leben. Mhm. Diese Wunde wird sich nicht heilen. Maite Kelly, eine starke Frau, die auch in der Öffentlichkeit ihre Gefühle nicht versteckt. Sie verstellt sich nicht, spielt keine Rolle, es sei denn, sie wird darum gebeten. Das Musical Hairspray vor 4 Jahren. Es ist Maite Kellys großes Bühnen-Comeback nach der Trennung von der Kelle-Familie. Dann der Wandel vom Moppel zur Tanzkönigin. Mit ihrem Sieg bei Let's Dance tanzt sich Maite Kelly in die Herzen der Deutschen. Selbst Tanzmuffel lassen sich anstecken. Pack mich. Soll ich packen? Ja, ich hab was zum Packen. Pack mich. Okay. Ich hab dich hier. Ja. Pack mich mehr. So, pack so, mich. Okay, jetzt. So. Yeah. Und jetzt 1, 2, 3. So wie man tanzt, so lebt. Vor 2 Jahren überrascht Maite Kelly Fans und Kritiker positiv mit einer Retro-Pop-Revue. Sie selbst sieht sich als Symbolfigur der Unterschätzten. Ihr Motto, Vielfalt ist die Würze des Lebens. Und Maite macht immer wieder Appetit auf mehr. Zeig alles, was du hast. Ich glaube, Markus Lanz hatte ein bisschen Angst vor dir. Ich glaube, ich habe die Fantasie der Frau erfüllt in den Armen und habe gesagt, jetzt pack mich. Aber er hat sich nicht getraut. Nee, der ist... Also Markus ist doch so ein ganz schüchterner, tirolischer Junge. Ja? Wer hätte das der hat nicht richtig, deswegen, ich meine, ich weiß ja nicht, wie er privat ist, aber in dem Moment, ja, komm jetzt, ne? Sei ein Mann. Sei ein Mann. Wir haben gerade gehört, vor 5 Jahren warst du kurz davor, alles hinzuschmeißen. Warum? Nein, ich war nicht kurz davor, also so habe ich nicht gedacht. Ich war nie jemanden, der gedacht hat, oh, wenn es nicht alles nach meinem Plan geht, dann höre ich auf. Mhm. Aber es war so, dass ich sehr realistisch war. Ich hatte meine 2 Babys auf die Welt gebracht und habe gedacht so, okay, es ist vielleicht doch die Zeit vorbei. Jetzt bin ich vielleicht zu alt, um eine Popprinzessin zu sein. Sagst du mit 20? Ja, ich weiß nicht. Man kriegt ja auch von Plattenchefs immer zu hören, ja, sie sind mittlerweile zu alt und mit dem alten Killy-Image werden sie es nicht schaffen. Also es gab schon solche Sprüche. Den haben wir das Gegenteil bewiesen. Ja, mein Mann hat das einfach nicht angenommen und hat einfach gesagt, wir fangen einfach von vorne an. Er hat dich überredet, nochmal ein Konzert zu geben, ja? In der Kirche. 8 Leute waren da. War das nicht im ersten Moment total deprimiert? Nein, ich meine, du hast schön. Millionen Platten mit der Kelly-Family vorher verkauft und dann singst du plötzlich vor 8 Leuten. Wie war das? Das ist ein wahrer Künstler ist dankbar für jeden Menschen, der mit ihnen diese Stunde und halb einfach, dass er bleibt und nicht weggeht. Und ob ich für eine Person singe oder für 50.000, das ist für mich, das hat die gleiche Stellenwert und ich versuche jedes Mal eine Performance hinzulegen, der genauso gut und vielleicht sogar besser, manchmal sind diese intimen Konzerte die besten. Mhm. Und es war in Frankreich, das heißt, die Menschen kannten die Kellys nicht und somit dachte ich echt, okay, wow, was kommt auf mich zu? Und das war ganz süß. Mein Mann hat ein Poster aufgehängt und dann kamen tatsächlich 10 Leute oder 8. Wahnsinn. Franzosen. Und die sind geblieben. Es gab Standing Ovations. Und ich habe das für mich dann irgendwie gedacht, so wow, also wenn ich die packen kann, warum mache ich einfach nicht weiter? Na, Gott sei Dank hast du weitergemacht. Dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Nun ist dein Mann inzwischen auch dein Manager? Also wir managen uns selbst. Genau. Ihr habt 2 Kinder, 5 und 6 sind die Mädchen alt. Wie regelt ihr das? Weil du bist ja auch als Moderatorin unterwegs. Es wird im Herbst eine Tour geben zum Album. Mhm. Das heißt, du bist
auch oft weg von zu Hause. Wie organisiert ihr das? Das ist der Grund, warum ich auch so viel Fernsehen mache, weil ich eigentlich 95% meiner Arbeit in Köln und quasi so 9-to-5, also okay, von 9 bis 5 arbeite. Und das ist auch der Grund, warum wir uns selbst managen, weil ich einfach mit meinem Mann diese Balance auch erhalten kann. Und zum Beispiel, ich war jetzt 2 Tage intensiv weg, dafür sind wir jetzt 3, 4 Tage, nee, 3 Tage jetzt als Familie gehen wir nach Irland. Und das ist einfach diese, ich bin letztendlich mein eigener Chef. Und natürlich gab es Zeiten, zum Beispiel nach Let's Dance, wo es etwas zu viel wurde, mhm, weil sich Projekte überquerten. Und dann hat mein Mann einfach alles getan, um das schön wieder zu reduzieren. Und das ist letztendlich, es kommt auf die Prioritäten an. Unsere Priorität ist unsere Ehe, unsere Familie und dann kommt erst Job. Ah, das ist gut, das ist gut. Ist nicht immer einfach, aber es ist bis jetzt gut gelaufen. Ja, das glaube ich, dass es nicht einfach ist. Nun ist dein Mann ja Franzose, mhm, du bist zwar in Deutschland geboren, aber du stammst aus einer irischen Familie. Welche Sprache spricht er denn zu Hause? Also ich spreche Deutsch zu den Kindern, weil ich finde es wichtig, dass sie, mhm, sich erstmal hier in Deutschland integrieren können. Wir wohnen hier, wir werden ja auch hier aufwachsen. Mein Mann spricht aber Französisch. Also der Pädagoge hat uns empfohlen, dass wir die Sprachen trennen, mhm, und die Kinder trennen auch die Sprachen. Das heißt, sie mischen, es ist kein Wischiwaschi. Also mit deinem Mann sprechen sie Französisch, mit dir Deutsch, mhm, und du mit deinem Mann dann? Auf Englisch. Dann Englisch. Ja, und da die natürlich wissen wollen, was Mama und Papa sich zu sagen haben, sind dort denen die Ohren ganz weit und sie verstehen auch, wenn sie wollen, verstehen sie Englisch. Mm. Wenn Sie Fragen haben an Malte Kelly, immer her damit, per Telefon, per Mail oder per Facebook. Wir sprechen jetzt Fränkisch. Das kann keiner so gut wie Armin Rossmeier. Lecker, lecker. Wie machst du dich denn als Köchin? Ganz gut. Ich esse ja gerne, deswegen koche ich auch gerne. Muss ja nicht heißen, dass man deshalb auch gut kochen kann, wenn man gerne isst. Kann ja auch sein, dass man sich viel lieber bekochen lässt. Aber ich glaube, ich habe eine anspruchsvolle Zunge. Lernen. Und somit habe ich dann irgendwann gemerkt, wenn es die anderen nicht können, dann muss ich es können. Mm. Das hört sich jetzt nicht so bescheiden an. Doch, nein, das ist okay. Ich meine, du selber, wir haben gerade über deine Familie schon gesprochen, du bist ja unter sehr unkonventionellen Bedingungen groß geworden mit der Kelly Family. Ja. Ihr seid durch die USA, durch Europa getourt. Eine 24 Stunden Waldorfschule, sage ich mal. Genau. Wie bist denn du dann jetzt selbst als Mutter mit deinen beiden Töchtern? Ich bin schon etwas spießig im Gegensatz zu meiner Familie. Also vernünftig spießig selber. Ich bin da schon sehr, aber bei uns, wo es sich sehr erinnert mit meiner Kindheit, ist das Kunst und Ideen, also Erfinden, ne? So, mhm, Lieder erfinden. Das Erfinden ist bei uns wirklich ganz groß geschrieben. Und zum Beispiel letztens hat meine Tochter auf der Wand gemalt und ich so, oh Chelsea. Und sie so, tut mir leid, Mama, ich konnte nicht anders. Und dann haben wir einfach einen Rahmen drüber gemacht, zack. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es halt Kunst. Ja. Und das, also das ist wirklich diese Freiheit zu haben. Und deswegen ist den Kindern nie langweilig und dann greifen die auch nicht nach einem Computerspiel oder was weiß ich, weil wir haben es sowieso nicht. Das heißt, du bist auch nicht wirklich streng? Ich bin nicht streng bei den Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Okay. Ich bin, wenn es um Lügen geht, klauen oder anderen Menschen runtermachen, über andere Menschen lachen, da bin ich, sage ich, hey, das ist nicht gut, das ist nicht korrekt. Und wir haben so kleine Regeln, wir lügen nicht, wir beklauen den anderen nicht und so, das sind so kleine Sachen, aber wir entscheiden das zusammen als Familie. Ja? Aber das ist ja nicht spießig. Nee, aber ich bin ja nicht die ganze Zeit am Reisen. Also ich habe ein, mhm, ziemlich normales Leben. Die gehen zur Schule. Also im Gegensatz zu meiner Kindheit. Das empfindest du als spießig. Okay. Nicht spießig, ja, aber es ist halt normal. Diese Regelmäßigkeit. Ich komme ja aus einer Hippie-Familie. Wir hatten wir keine Uhr. Wir wussten nicht, welche Jahreszeit es war. Wir haben einfach so gelebt. Ja. Und jetzt haben wir eine Uhr. Es gibt wirklich, ja, das ist für mich wirklich was Großartiges, das glaube ich, Neues. Das glaube ich. Aber sieh mal, dadurch, dass du das mit der Kelly Family, mit deiner Familie so erlebt hast, das hat dich ja dermaßen geprägt, dass du heute die bist, die du bist und dich von einer ganz neuen Seite präsentierst. Eine, die viele sehr, sehr überrascht hat mit deinem neuen Album, Wer ich bin, ist so Singer, Songwriter, Pop und wir wollen mal reinhören, wie das klingt. Überraschungsbesuch an Maites Hotelbett. Ehemann Florent überbringt das lang erwartete neue Album. Du bekommst dein erster Zettel. Oh. Was für eine Freude, frisch aus der Presse, wäre da nur nicht der Ärger mit der Verpackungsindustrie. Der verdammte Ding nicht auf. Ansonsten gibt es am neuen Album von Maite Kelly nichts auszusetzen. Du glaubst, du kennst mich. Du glaubst, du siehst durch mich. Zum ersten Mal hat Maite Kelly alle Songs selbst komponiert und getextet. Herausgekommen ist ein überzeugendes Deutschpop-Album. Es gibt nichts, was ich da irgendwie singe, was nicht hundertprozentig von mir kommt. Und das war mir sehr, sehr wichtig.
Maites größte Stärke, sie ist authentisch, wie ihre Musik. Nicht nur für die Fans öffnet Maite musikalisch ihr Herz. Liebeserklärung an Ehemann Florent. Maite Kelly zeigt so viel Gefühl wie noch nie, vor allem ihre Balladen berühren. Maites neues Album, ihr bislang persönlichstes Werk. Deine Liebe ist unendlich. Jeder Song, der auf der Platte ist, ist ein Song, wozu ich hundertprozentig stehen kann. Maite Kelly hat ihre Gedanken verpackt in eine moderne Popsprache. Wohl noch nie war sie so ehrlich mit sich selbst und ihrer Musik. Und nachher wirst du auch live bei uns im Studio singen. Ja, es ist ja auch wichtig, live zu singen. Momentan gehe ich rum wie eine Boyband, wie die 90er. Ich singe überall live, wo ich nur kann, weil ich tatsächlich ganz viele Leute habe, die sagen, ich wusste gar nicht, dass du singen kannst. Oder du bist von der Kelly Family, ja, hallo? Ja, aber die sind so, die denken alle, ich kann nur tanzen. Und das ist ganz, ganz witzig. Und die können so, ja, das ist eigentlich mein Hauptberuf. Und so habe ich mir vorgenommen, wie ein Boyband jetzt über alle Radiostationen einfach zu singen, ob die es wollen oder nicht. Nachher wirst du das auch hier bei uns so mit deinem Gitarristen. Nun ist es so, wir kennen dich als sehr quirlig und selbstbewusst. Als du aber das erste Mal zu deinem neuen Produzenten, zu Götz von Sydow gekommen bist, der ja auch Luxus-Slam entdeckt hat, der viel mit Leif Waldin gemacht hat, warst du, oder so sagt man, sollst du sehr schüchtern gewesen sein und sehr zurückhaltend gesungen haben. Das passt jetzt so im ersten Moment. Also meine Power-Seite ist natürlich auch manchmal auch eine Ablenkung, weil ich eigentlich sehr, sehr sensibel bin. Und ich glaube, das hört man, wenn man meine Texte sich mal genau anhört. Und somit war das schon für mich eine große Überwindung, gerade weil ich auch so eine Hochachtung für das Handwerk mit der deutschen Sprache hatte. Also ich habe immer sehr viel geschrieben auf Englisch und auch für Kinderserien. Aber ich wusste einfach, für mich, ich hatte einen gewissen Anspruch an Texten. Und dann habe ich den Götz, kam ich ins Studio rein und habe ihn auf dem Boden eine Ballade vorgespielt und habe die ganze Zeit die Augen zugehabt. Ich dachte, bitte nicht, hoffentlich guckt er mich nicht so ganz komisch an oder so. Und dann, als ich aufgemacht hat, war er so mit Pipi in den Augen, Kloß im Hals, also ich glaube, du solltest diesen Song sofort aufnehmen. Und dann hat er mich in die Kabine reingeschickt und dann habe ich den aufgenommen. Und das ist jetzt auf dem neuen Album zu hören. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine Mail oder posten Sie bei Facebook. Wir haben es jetzt gleich 21:45. Das heißt, ich bin gleich draußen bei Elmar May im Garten verabredet. Wir haben aber noch eine Dreiviertelstunde miteinander. Also immer her mit Ihren Zuschauerfragen. Jetzt möchte ich natürlich wissen, ob es im Hause Kelly denn auch Haustiere gibt. Mit zwei Kindern? Wir haben zwei Hasen. Zwei Hasen. Und kümmern sich die Kinder auch wirklich drum oder bleibt es an dir hängen? Das mit dem Geschäft, das muss ich immer wegputzen. Na klar. Aber die haben natürlich, die zwei Hasen sind für die alles. Du hast ja mal über dich selbst gesagt, du kommst aus einer total chaotischen Familie. O-Ton Maite Kelly. Inwiefern, aber auch ich bin chaotisch. Oder verrückte Familie, so hast du es bezeichnet. Inwiefern siehst du denn deine Familie als verrückt? Oder was ist für dich verrückt? Also ich glaube, es ist auch eher positiv gemeint. Das bedeutet, dass es ist gesund, dass man ein bisschen verrückt ist. Also ich glaube, Menschen, die nicht ein bisschen verrückt sind, die haben es nicht leicht im Leben. Und wir Iren sind sowieso Vollblutsverrückten. Und deswegen, aber ich bezeichne mich ja selber auch wie eine crazy girl. Aber da, ich meine, damit nicht das totale Chaos ausbricht, ich meine, bei 12 Kindern, müssen ja die Aufgaben auch irgendwie verteilt sein. Ja, wir waren aber immer fleißig. Also man darf verrückt sein, aber wenn man auch dabei fleißig bleibt, dann wird man auch auch im Leben belohnt. Ja. Deswegen, trotz allen Tiefen und Schicksalsschlägen, die wir auch wirklich, es waren harte Schicksalsschläge, die wir erlebten, dadurch, dass wir immer fleißig waren, haben wir doch große Erfolge zusammen erzielen können und sind nach wie vor alle einzeln. Auch jeder hat seinen Weg gemacht und alle denken immer, ich bin die einzige Erfolgreiche in der Familie, aber muss ich meine Geschwister in Schutz nehmen? Viele sind unfassbar erfolgreiche. Ja, Joey vor allem als Extremsportler, ja. Aber alle sind nach wie vor musikalisch tätig und die machen es halt auf eine alternative Weise. Ja. Und ich habe eine riesen Bewunderung für jeden meiner Geschwister. Wie waren da früher die Aufgaben verteilt? Gab es sowas? Es gab schon so, also das Kochen wurde immer von einer zum anderen rübergereicht. Also meistens der Große gibt den Kleineren das ab und ich war die kleinste Mädchen und bin dann hängen geblieben mit dem Kochen. Du musstest alle bekochen? Ja, aber ich habe es auch gerne gemacht. Ich habe irgendwie einmal so aus Experiment Spaghetti Bolognese für die ganze Familie gemacht und es war anscheinend so lecker, dass sie danach gesagt haben, so ab jetzt kochst du immer. Wie alt warst du da? Vor 12.
Aber wow. Ich habe das irgendwie so gut gemacht und ich habe es jeden Tag, das war für mich okay. Ich habe das gemocht. Ich habe auch gerne kleine Mutter gespielt. Ich fand das gut, die anderen zu bemüttern und ich glaube, die fanden es auch gut. Hm. Es fing an als Straßenmusikanten durch Europa und die USA seid ihr getourt. Später habt ihr Millionen Platten verkauft und Stadien gefüllt. Wir wollen uns mal anschauen, den Weg der Kelly Family. Ja, ein toller Weg. Muss ich denn zu uns stellen hinaus? Der erste Kelly Family Auftritt im ZDF. Mehr als 30 Jahre ist das nun schon her. Von Weltruhm ist anfangs nichts zu spüren. Jahrelang tingeln die Kellys durch die Lande. Von klein auf dabei, Maite Kelly. Als die Kellys ihren ersten Nummer 1-Hit feiern, ist Maite gerade mal ein Jahr alt. Mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger. Die Kellys avancieren nach den Jacksons zur erfolgreichsten Musikerfamilie der Welt. Im Vordergrund stehen zunächst Maites ältere Geschwister. Mit zunehmendem Alter aber rockt Maite die Bühne. Maite singt, schreibt Texte und Songs für die Kelly Family. Schon damals ist die zweitjüngste im Clan ein echtes Multitalent. Vor 12 Jahren steigt Maite bei den Kellys aus. Sie studiert, heiratet, bekommt 2 Kinder. Der Weg zur Solokarriere war mühsam, aber er hat sich gelohnt. Herrlich. Aber viele fragen sich, ihr wart so erfolgreich, warum bist du vor 12 Jahren dann ausgestiegen? Ich bin nie ausgestiegen. Ich bin wirklich nie ausgestiegen. Naja, aber hast du gesagt, jetzt erstmal, ich gehe nicht mehr mit euch auf Tour. Ich mache jetzt mal mein eigenes Ding. Bei uns war es leider ein ziemlich langsamer Tod, weil wir eigentlich uns nicht trennen konnten. Okay. Es wurden immer weniger, wir waren irgendwann nur noch 4 auf der Bühne. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich glaube nicht, dass wir auf Tournee gehen können und 35 Euro nehmen können. Und die erwarten wenigstens 5 oder 6. Aber dass wir nur zu 4 auf der Bühne stehen, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Und weil einfach Einzelne ihren Weg gemacht haben und Paddy ist ans Kloster gegangen. Und dann war das für alle, man hat einfach, es war sehr schmerzhaft. Es war wie eine Beziehung, die sehr langsam zu Ende geht. Mhm. Aber ich glaube, dass es war so langsam, weil wir uns so liebten und weil wir natürlich eben nicht auseinandergehen wollten. Und das war für mich extrem hart. Ich bin in einem ziemlich tiefen Loch gefallen und letztendlich hatte ich keine andere Wahl. Ich hatte 2 Kinder. Mein Mann hat gearbeitet und ich dachte, Gleichberechtigung bedeutet auch, dass ich auch ein bisschen was dazu beitrage, damit er nicht alles auf die Schultern alleine trägt. Und somit fing das so Step by Step und jetzt bin ich wieder mittendrin. Mm, aber Gott sei Dank. Wir haben Mail bekommen von meiner Mama. Oh! Mama Balcho hat geschrieben. Darf ich mal vorlesen? Sie schreibt, heute würde ich gern die Moderation übernehmen, um mit Maite 1,5 Stunden zu plaudern und einfach mit ihr an einem Tisch zu sitzen. Ich beneide dich, Andrea. Oh. Ich hatte meine erste Begegnung im Konzert mit der Kelly-Familie und zwar mit Mama, Papa, dir, also mir, Maite und deinen Geschwistern auch, und zwar um die Wende zur Weihnachtszeit am Alexanderplatz. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da habe ich euch singen sehen. Andrea war ja auch dabei, genau. Seitdem bin ich großer Fan, schreibt meine Mama, deine Natürlichkeit, Herzlichkeit, die Spontanität, eben alles faszinieren mich immer wieder. Bitte bleib so. Dankeschön. Den Gefallen musste meine Mama das tun. Das Schöne an meiner Vergangenheit ist, dass die Menschen, also auch alle Generationen mit mir aufgewachsen, wir sind zusammen aufgewachsen. Ja. Und ich finde es auch schön, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, die duzen mich auch gleich und sagen, weißt du was, ich weiß noch, wo du so klein warst. Ne? Und das hast du gut gemacht, Mädchen, du bist ja richtig was geworden. Ne? Mhm. Und dann denke ich immer so, wow, danke, es tut echt gut, das ist wie eine warme Decke. Glaube ich dir. Frau Feenhaus aus Bergfelde hat uns angerufen. Sie will wissen, was hältst du denn heute von Straßenmusikern? Gibst du denen auch was? Natürlich, das ist ein Ehrenkodex. Mhm. Und mein Bruder Jimmy ist ein sehr erfolgreicher Straßenmusiker. Das ist eine Berufung und das ist wichtig. Also Troubadore gab es immer und wir brauchen das in unserer Kultur. Die Kultur fängt auf der Straße an. Und nur Volksmusik fängt auch auf der Straße an. Und die Fußgängerzone ist eben halt der Ort, wo die meisten Menschen an einen vorbeigehen. Und man kann sie auffangen. Und Jimmy ist ein unfassbar. Wo kann man den denn sehen? Wo tritt der besonders auf? Durch ganz Deutschland. Ja. Und der hat auch eine tolle Band. Ich mache jetzt Werbung für meinen Bruder. Und Andrew hat auch eine tolle Band. Und Kathi macht auch tolle Konzerte. Patricia macht auch tolle Konzerte. Sie singen alle Joey noch. Ist immer, läuft immer. Den sehen Sie. Der läuft an ihnen vorbei. Patty macht wahnsinnig Konzerte. Also meine ganze Family ist Patty ist wieder raus aus dem Kloster, ne? Der ist raus und der ist
nicht zu haben. Tut mir leid, nicht mehr. Okay, hätten wir das auch mal geklärt. Gleich noch mehr Zuschauerfragen. Aber es ist nie zu spät. Genau. Er ist noch nicht verheiratet. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Gleich noch mehr Zuschauerfragen von Ihnen, liebe Zuschauer. Jetzt allerdings erst einmal zu einer neuen miesen Masche. Soweit alles schön zu machen. Dann kommen wir beide raus zu dir. Schaffst du das in der Zeit? Wir helfen dir. Ja, wir haben hier noch draußen fleißige Helfer und dann sprechen wir das jetzt gleich ganz zügig weiter. Okay. Wir haben ja schon ein bisschen was gemacht. Also irgendwo bin ich da guter Dinge. Du zeigst uns nachher auch, wie Maite einen Sichtschutz bei sich zu Hause aufstellen kann. Sie sagte gerade, sie hat keinen grünen Daumen. Das kannst du uns nachher aber nochmal erläutern. So. Das machen wir doch gerne. Du, einmal von Elmar irgendwie unter die Fittiche genommen und dann klappt das sofort. Wir schauen nachher mal raus. Genau. Okay. Jetzt schauen wir allerdings erstmal zu unserer, morgen kommt sie auch zu uns ins Studio, die Laura. Maite Kelly hat sich ihren Traum schon erfüllt von ihrer eigenen CD Singer Songwriter von Wer ich bin, genau, nie aufgeben. Wer ich bin, so heißt die CD. Es geht ab Ende September auf Tour. Olaf ist dabei als Bandleader und Gitarrist. Johnny Depp der Band. Alle Mädels fliegen auf ihn. Total. Ja. Und ihr werdet jetzt singen. Das heißt, du spielst Gitarre, du singst live und zwar der erste Titel aus der CD, Weil du mich lässt. Maite Kelly. Du bist da, wenn es dunkel wird. Du siehst mich an und endlich weiß ich, hier bin ich zu Hause. Ich war echt am Ende, bevor du kamst. Doch du hast mich gefunden, als ich am Boden lag. Ich war nur noch ein Schatten, es hat dich nicht gestört. Weil du mich lässt, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin, weil ich es mag, wie du mich anlachst. Weil du mich lässt, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin, du machst mich stark, wie du mich anschaust. Ob du wohl weißt, gut es tut, yeah. Bin in Sicherheit, wenn du mich in deine Arme schließt. Ich hätte nie geglaubt, dass es sowas gibt. Doch, doch du hast mich gefunden, als ich am Boden lag. Du, du hast mich gerettet, du hast mich gehört. Weil du mich, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin. Du machst mich stark, wie du mich anschaust. Yeah, oh, no, no. Weil du mich lässt, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin. Du machst mich stark, du machst mich stark, du machst mich stark. Weil du mich lässt, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin. Wow. Maite Kelly und Olaf in der Special volle Kanne Unplugged-Version. Oh, wir haben alle geklappt. Weil du mich lässt. Ah, sehr schön. Ja. Wir schalten jetzt rüber in die Küche zu Armin Rossmeier. Der war genauso begeistert. Das hört sich lecker an. Jetzt gibt's hier was zu futtern. Armin, bitteschön. So, jetzt haben wir es fast geschafft, liebe Zuschauer. Unsere volle Kanne Terrasse ist fast fertig. Elmar hat ganze Arbeit geleistet. Großartig. Maite, du gießt jetzt noch die ganzen Blumen? Nee. Wenn ich die gieße, wenn ich schon angucke, dann gehen die ein. Hast du keinen grünen Daumen? Nee, ich hab nicht mal die grünen Augen. Meine Tochter Agnes, die macht das. Und seitdem haben wir auch Blumen. Mein Mann und ich haben bis heute keine Blumen geschafft, aber seitdem Agnes die Blumen Kinderarbeit. Macht. Das Kind muss immer die Blumen gießen. Nein, sie verbindet uns auch zu Wässern. Ehrlich? Ja, weil sie weiß, sonst töten wir die Blumen. Ach Gott, aber deswegen, sowas geht's wirklich. Guck mal. Ich nehme den Besen. Sie hat einen Vogel. Aber guck mal, Elmar, hier da hinten der Sichtschutz. Für dich als Prominente ist das doch ideal. Ein Sichtschutz im Garten auf der Terrasse? Ich glaube, für jeden ist es ideal. Oder? Ich habe ja, damit der Sichtschutz auch besser wird, habe ich hohe Töpfe genommen. Ja. Dann kommt das Ganze gleich ein ganzes Stück höher. Die Sachen können auch besser nach unten wurzeln, trocknen nicht so schnell aus. Aber hält der Bambus denn den Winter durch? Warum kommen sie nicht wenn man den gießt? Bitte? Sie müssen zu uns mal kommen.
Wenn du ihn jetzt einlegst, kommt er sofort. Na, direkt. Ich habe jetzt zwar gerade braune Daumen, aber die kann ich auch wieder grün anmalen. Er rettet deinen Garten, versprochen. Aber der Bambus, kriegt er den Winter durch? Wenn er gut gegossen wird und wenn er geschützt steht, ja. Okay. Wenn er so richtig im Wind ist und man überhaupt nicht sich drum kümmert, dann passiert da nichts. Alle Tipps von Elmar bei uns im Netz, vollekerne.zdf.de. Das ist nur ein Teil des Stapels der Zuschauerkomplimente für dich. Das übergebe ich dir alles. Alles, was sie geschrieben haben, liebe Zuschauer, bekommen Maite Kelly zu lesen. Danke, dass du bei uns warst. Viel Erfolg weiterhin für deine neue CD, für die Tour. Und ihr beide, ihr findet zueinander und gebt ihr den grünen Daumen. Und sie, ich darf bloß die Blumen nicht angucken. Das ist nicht gut für die Blumen. Wir sehen die morgen wieder. Ab 8:55. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gieße ich aber mal hier. Morgen zu Gast Schauspieler Ingo Naujoks. Außerdem Brennpunkt A2, Kontrollen auf Deutschlands gefährlichster Autobahn. Und Upcycling, wie aus Müllteure Designermöbel werden.